Man warf sie ins Gefängnis, wo sie... Die musste ins Gefängnis, weil sie 11 Tage im Halbjahr krank war? Freunde, ich habe einen neuen Kanal und zwar heißt der El Magi, Leute. Erster Link in der Beschreibung oder hier auch als Infokarte eingeblendet. Abonniert den Kanal auf jeden Fall, da kommen weitere Videos. Dort kommen so Highlights aus meinen Streams und andere viele gemischte Videos. Deswegen abonniert unbedingt El Magi, Freunde, Kanalbanner. Ihr müsst euch den Kanal auf jeden Fall angucken. Cooles Kanalbanner ist eingerichtet, Freunde. Und mal gucken, wie schnell wir, ich würde sagen, die 10.000 oder vielleicht 50.000 Abonnenten knacken können. Deswegen einfach erster Link in der Beschreibung, Leute. Checkt den Kanal unbedingt ab. Alle müssen abonnieren. Auf dem Kanal lade ich auch die Zuschauer anrufen Videos hoch. Also wenn ihr auch angerufen werden wollt oder so weiter, müsst ihr auf diesem Kanal auf jeden Fall aktiv sein. Das heißt also einfach nur ganz schnell vorbeischauen. Heute, Freunde... Oh yeah. Geht es um die krassesten Schulbestrafungen, die definitiv zu weit gingen, ja? Die Kinder haben Mist gebaut, wurden bestraft. Aber das übersteigt alle Grenzen. Leibesvisitation. Mehrere Körperregionen der 13-jährigen Schülerin Savannah Redding wurden ohne ihre Einwilligung abgetastet, weil ein Schüler sie beschuldigt hatte, ein Rezept für Ibuprofen bei sich zu tragen. Eine Ibuprofen entspricht 2 Tabletten Aspirin. Nachdem die Schulpolizei ihren Rucksack durchsuchte und dort nichts fand, machten sie sich ans Fleisch. Sie forderten sie auf, ihren BH auszuziehen und fuhren mit ihrer Hand sogar in die Unterwäsche. Ihre Eltern wurden zu keinem Zeitpunkt über die Leibesvisitation informiert. Oha, also, die Arme, weil die einfach ein Rezept für Ibuprofen, was ist das? Was? Die Arme! Aber davon erfuhren, kam es sofort zu einer Gerichtsverhandlung. Mhm. Und die Nummer 7, Monsterschrank. Okay, das erste, das war schon auf jeden Fall. Das war aber keine Bestrafung, das war eher ja eine Aktion in der Schule, die einfach nicht ging, Freunde. Habt ihr schon mal was Krasses erlebt, Freunde? Schreibt gerne in die Kommentare. Kindergartens und ihre Assistentin mussten ihren Job an den Nagel hängen, weil sie den Kleiderschrank des Hausmeisters für ihre 4-jährigen Schüler als Strafkammer nutzte. Nein! Sie nannten den Schrank Monsterschrank. Nein! Sie hielten ihn von außen mit ihren Füßen zu, machten alle Lichter aus und sagten den Kindern, dass sie die Monster auffressen würden. Wie barbarisch ist das denn bitte? Die haben einfach einen Spind genommen und dort die Kinder eingesperrt. Ich meine, wenn die sich nicht gut benehmen, die müssen zurechtgewiesen werden, ne? Man sagt denen das oder was weiß ich, was es da für pädagogische Mittel gibt, ja? Ich bin ja kein Pädagogikexperte, ja? El Magi ist ja Wissenschaftler und kein Erzieher. Aber Freunde, das geht zu weit, ja? Wenn man Kinder, die sich böse benommen hat, einfach in den Spind einschließt. Homophobe Erniedrigung. Ein Schuldirektor, der gerade erst ein Jahr im Amt war, bestrafte 2 Schüler, weil sie sich geprügelt hatten. Die Strafe, die er anwendete, ging nach Ansicht der meisten Personen definitiv zu weit. Was hat er denn gemacht? Er setzte die beiden Schüler in den Schulhof und befahl ihnen, wie ein Pärchen Händchen zu halten. Um sie bildete sich ein Kreis von Schülern, die sie mit schwulenfeindlichen Beschimpfungen attackierten. Natürlich wurde das Ganze auch von irgendjemand... Ich meine, okay, Hand geben, kurz mal entschuldigen ist okay, aber dass sie den ganzen Tag auf dem Schulhof Händchen halten mussten... Das ist Erniedrigung. Ja. ...gefilmt. Es dauerte nicht lange, bis die Aufnahmen im Netz landeten. Dort lösten sie eine Welle der Empörung aus. Eltern verlangten sogar den Rücktritt des Schuldirektors. Mhm. Nummer 5. Verständlich. Also, wenn du das über dein Kind erfährst, jo, der wurde in eine Kammer eingesperrt oder musste Händchen halten mit dem Kollegen, weil die sich gestritten haben. Auf diese Schule will ich nicht. Was, Fridolin? Auf diese Schule willst du nicht? Nein. Nee? Da hast du recht, Fridolin. Du warst auch noch auf Nina Schule. Ne? Du bist ja, du lernst ja nur durch El Magi Videos. Und El Magi, ne? Da lernt man bei El Magi. Da lernt man, Freunde, das wissen wir alle. Auf dem Boden. Bei der Vizedirektorin der Charles Summer Grundschule in New Jersey brannten eines Tages alle Sicherungen durch, nachdem ein Schüler eine Wasserkanne auf dem Boden der Schulmensa verschüttet hatte. Daraufhin, 2015. Oh mein Gott, da habe ich eine Story. Ich muss kurz auf Klo, bis gleich. Bruder, was? Bruder, was? 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 Okay, da war ich wieder. Ja, selbst 20 Minuten ohne Pullern halte ich nicht aus, Freunde. Aber das ist mir auch schon in der Mensa passiert. Da, als ich Essen geholt habe, ist mir der ganze Teller mit dem Essen runtergefallen, weil mich jemand angestoßen hat. Das ist so unangenehm. Es ist einfach so unangenehm. Weil sich einfach alle umdrehen, alle das hören und dieses, ist unangenehm. Oder 16 Schüler dazu, 10 Tage lang ihr Mittagessen auf dem Boden zu essen. Und das ohne Teller. Sogar Schüler, die zum Zeitpunkt des kleinen Unfalls nicht anwesend waren, wurden dazu verdonnert. Die Eltern
Eltern von 7 Schülern... Okay, die Lehrerin hat einfach ein Problem. Nein, die mussten dann mit Messerangabe vom Boden essen. Was? Das ist krank. Das ist einfach nur krank. Schalteten danach ihren Anwalt ein, ja, klar, und verklagten die Schule auf $500.000 Schadensersatz. Ja, klar. Verständlicherweise gewannen sie den Gerichtsprozess. Und damit, klar, wären wir bei der Nummer 4. Einfach vom Boden essen. Zopfverbot im Unterricht. Die 7-jährige Lamia Camion konnte es nicht lassen, im Unterricht mit ihren Zöpfen zu spielen. Der Lehrer rastete daraufhin komplett aus. Er schnappte sich eine Schere und schnitt einen der Zöpfe gnadenlos ab. Lamias Mutter ließ die... Oh mein Gott, Freunde. Oh mein Gott. Also das Krasseste an Bestrafung, was ich mir in der Schule erlebt habe, war so 5. 6. Klasse. Da hatte ich einen Kollegen, der hat auch extrem viel Mist gebaut in der Schule. Und der hat tatsächlich mal einen am Hinterkopf hier bekommen oder irgendwie so, also so hat der Lehrer gemacht, so benimm dich jetzt mal, so der ging hinter ihm längs und hat dann so, und das war schon krass, weil er ihn ja angefasst hat, weil so Lehrer fassen, also das ist No-Go, Schüler anzufassen, ja, gegen deren Einwilligung, und Haare abzuschneiden ist die absolute Härte, Freunde. Die Lehrerin natürlich nicht auf sich sitzen und stellte den Lehrer zur Rede. Nachdem sich der Lehrer nur halbherzig entschuldigt hatte, wurde er mit sofortiger Wirkung und ohne Abfindung aus der Schule geschmissen. Ja, klar. So muss das sein. Klar. Nummer 3. Gesichtsbemalung. Die Lehrerin einer 4. Klasse... Okay, okay, Gesichtsbemalung. Ich bin gespannt, was jetzt kommt, Freunde. Wir machen kurz die Grüße, bevor es weitergeht. Grüße gehen in diesem Video raus an die Magangster, an das Kanalmitglied Lucy Zür, an Nicole Nussbaum. Oh, meine Allergie, Freunde. Oh, meine Allergie knallt so rein, Freunde. Stark. Und an Tom Chatup. Den ersten Kommentar im letzten Video hast... geschrieben. Wenn du im nächsten Video auch grüßt werden willst, schreib einfach einen Kommentar oder sei im nächsten Video der allererste Kommentar. Ihr wisst Bescheid. Okay, wie geht's jetzt weiter mit der Story? Carson stand im Mittelpunkt der Kritik, weil sie mehreren Kindern erlaubt hatte, das Gesicht derjenigen Schüler kommt. Ja, Freunde, ich habe eine sehr starke Allergie gegen Pollen. Okay, ich hab's verstanden. Komplett anzumalen, die ihre Lesehausaufgaben nicht gemacht hatten. Die Schüler durften sich ihre Strafe aussuchen. Entweder gibt es keine Pause oder sie lassen sich das Gesicht von ihren Mitschülern anmalen. Auf die Pause wollten natürlich die wenigsten verzichten. Die meisten entschieden sich für die Gesichtsbemalung. Okay. Und die Nummer 2. Hello Kitty. Okay, das ist jetzt keine schlimme Bestrafung, das ist eher ja lustig. So, dann haben die das Gesicht angemalt bekommen. Danach haben die es wieder abgewaschen und fertig so. Das war noch ganz glimpflich, sag ich mal, ja. Im Jahr 2013 wurde ein 5-jähriges Mädchen aus Pennsylvania als Terroristin beschuldigt, weil sie einem anderen Kind aus dem Kindergarten gedroht hatte, ihn mit ihrer Hello Kitty Seifenblasenpistole zu beschießen. Mitarbeiter der Schulbehörde. Gefährlich! Die Hello Kitty Seifenblasenpistole. Okay, das ist geil. Bekamen Wind von der Sache und durchsuchten ihren Rucksack. Natürlich fanden sie dort keine echte Waffe. Jedoch wurde das Mädchen 10 Tage lang vom Schulbesuch suspendiert. Die Eltern wandten sich daraufhin an ihren Anwalt. Dank ihm konnte die Suspendierung auf 2 Tage reduziert werden. Was? Einfach so nach dem Motto, ihr Kind hat aggressive Verhaltensstörungen und so weiter, einfach weil sie eine Hello Kitty Seifenblasenpistole hat. Ich bitte euch, manche übertreiben wirklich hart ihre Lage. Sind wir auch schon bei der Nummer 1. Okay, jetzt bin ich gespannt. Gefängnisstrafe für Blaumacher. Deanne Tran war eine ausgezeichnete Schülerin. Sie ging auf eine Ganztagsschule und hatte 2 Jobs, um ihre beiden Geschwister finanziell unterstützen zu können. Aufgrund ihres vollen Terminkalenders konnte sie ihren schulischen Pflichten nicht zu 100% nachkommen. Die Elftklässlerin fehlte im Jahr 2012 an 11 Tagen in einem Zeitraum von 6 Monaten. Aus Sicht mehrerer Lehrer völlig inakzeptabel. Laut Gesetz im Bundesstaat Texas darf ein Schüler allerhöchstens nur 10 Tage pro Semester fehlen. Der 11. Fehltag kostete Tran die Freiheit. Man warf sie ins Gefängnis, wo sie 24 Stunden lang ausharren musste. Die musste ins Gefängnis, weil sie 11 Tage im Halbjahr krank war? WTF? Ich meine, in meiner Schulzeit damals, da gab es welche, die waren 3-mal im Jahr, waren die in der Schule, ansonsten haben die immer gefehlt. Ich meine, in Texas darf man nicht mehr als 10 Tage fehlen? Ey, was gibt das in Amerika noch in manchen Staaten für Gesetze?
Die musste ins Gefängnis. Stellt euch das mal vor. Zusätzlich erhielt sie wegen dieses Vergehens eine Anklage. Die Klage wurde später jedoch vom Richter fallen gelassen. Ja, okay. Ja, Leute, gibt's solche Missstände auch? Ey, Leute, ich komme gar nicht klar. Ich komme gar nicht klar. Freunde, abonniert unbedingt meinen Elmagi-Kanal, ja, meinen zweiten Kanal. Alle müssen abonnieren. Genau, Fridolin, ihr sollt den Kanal abonnieren. Elmagi, erster Link in der Beschreibung. Der ist auch nochmal hier verlinkt, ganz wichtig, Leute. Hier siehst du zwei andere coole Videos. Yes, dann sehen wir uns in aller Frische morgen beim neuen Video. Haut rein, ciao, ciao, euer Elmago.